Flyball Richtung Right Field. Der Wind bläst Richtung Right Field und Devin Ramirez kann da nur noch zuschauen. Two-Run, Home-Run für Drew Jansen zum Start hier in diese Heidenheim Offense. Vorhin habe ich zu ihm gesagt, welchen Jungbrunnen er eigentlich benutzt. Nino Sakasa hier mit dem Wurf ans erste Base, nicht rechtzeitig. Oh, Broken Bat, würde ich sagen. Und da kommt keiner ran. Der Ball landet da im Outfield. Mal in der MLB. Oh, nächster Hit direkt von Philipp Ding. Schulz in die Right Center Field Gap. Das wird gefährlich. David Dinsky jetzt den Ball, muss da zweimal nachfassen. Klaus Eckle schickt den Runner Richtung Home. Der Wurf geht Richtung 3. Und safe an 3, Philipp Schulz. Oh, das war ein knappes Play. Und das ist der nächste Base-Hit durch die rechte Seite und damit der vierte Run. Philipp Schulz schon wieder zu Hause. RBI-Single für Drew Jansen. Sieht man auch nicht alle Tage. Einmal den Mount noch getroffen und das ist der nächste Base-Hit für die Heideköpfe ins Left-Center-Field. Foulball. Sehr gut. Ist der Foul? Ja, ich glaube schon. Weiter Weg da draußen für Konstantin Holl. Foul wäre gewesen. Wir wollen, dass hier jeder zuschauen kann. Flyball Richtung Right Field. Base Hit für Elias von Garsten. Der Ball geht durch. Und damit geht Elias von Garsten an die zweite Base. Ist er doch an der zweiten Base ohne Band. Ob das jetzt passiert? Er schlägt ihn einfach schnurgerade zurück. Und Elias von Garsten auf dem Weg rum ums dritte Base. Der Wurf aus dem Center Field von Gary Owens geht ganz entspannt Richtung zweite Base. Und damit verkürzen die Legionäre auf 1:4. Ja. Satter Schlag in Richtung Left Center Field. Jetzt hätte man mal nicht ins Double Play geschlagen. Alex Schmidt auf dem Weg Richtung zweites Base. Gary Owens bringt den Ball hier schnell wieder rein, aber Alex Schmidt safe mit seinem Double. Und das ist ein schöner Schlag von David Grimes Richtung Left Center Field. Der könnte es hoch schaffen. Und weit und an den Zaun. Oder war der an die Video Wall? Der war weg. Der war an der Video Wall. Jens Weider zeigt an. Home Run. David Grimes. Satter Schlag von Eric Harms. Base Hit up the middle. Direkt auf den ersten Pitch da. Aggressiv gewesen. Als Pitch, Groundball linke Seite, trifft die Base, der trifft das Nino Sakasa kann den Ball nur noch festhalten. Ball ins Spiel gemacht von Simon Göring ins Left Field, über das Infield drüber und das ist ein RBI-Single. William Germain kommt nach Hause mit dem 5:3. Komm, lauf. Philipp Schulz, weiter Wurf, der ist nicht rechtzeitig an der ersten Base. Nino Sakasa mit seinem zweiten Hit heute. Oh, solides Ding. Sehr Base gut, die Mitte runter. Mittel für David Dinsky. Nino bleibt da auf der Second Base stehen. Line Drive vorbei am Handschuh von Ronnie Sweeney. 3-1 Pitch für Konstantin Holl, Groundball, linke Seite zu Nino Sakasa, der checkt den Runner. Jetzt kommt der Wurf an die erste Base und der geht da irgendwo ins Nirgendwo. Band von Philipp Schulz, wird gefieldet von Christian Petreu, der flippt zu Elias von Garsten und sie machen das Play an Homeplate. Luca Hörger kann es nicht glauben. Jansen Grumpel zu Nino Sakasa, der kann den Ball da nicht aufnehmen, der geht durch in Richtung Left Field. Eric Harms, der Wurf Richtung Homeplate kommt nicht rechtzeitig. 2-2 Pitch, Flyball Richtung Right Center Field, weiter Weg nach draußen für Devin Ramirez. Der Ball landet da auf dem Warning Track, wird jetzt aufgenommen. Und das ist ein Double für Simon Göring, der ist 3-4 heute. Satter Schlag von Eric Harms in Richtung Left Center Field, das ist sein nächster Base Hit. Kommt hier mit diesem Single auf Base. Ball geht durch. Und jetzt ist Eric Harms auf dem Weg Richtung Home Plate. Der Wurf kommt, aber ist nicht rechtzeitig. Eric Harms kommt nach Hause mit dem 4:6. 2-1 Pitch für David Grimes. Das Satter Schlag nicht, in Richtung Left Field. Konstantin Holl hat den im Blick. Nein, der war in der Nähe von Gary Owens, der sich da lang gemacht hat und nicht rankam. Ich hätte schwören können, der Ball ist weg. 2-1 Pitch. Devin Ramirez up the middle. Philipp Schulz kann den Ball nicht festhalten. Mini agiert. Zack, gleich auf den ersten Pitch. Erster Pitch. Base Hit ins Right Field.
Ein Run schon zu Hause, der zweite ebenso. Die Legolegen gleich hinaus zum 6:6. Sagt danke, aber nein danke und einfach abwinkt. Base Hit für Drew Jansen durch die rechte Seite. Ist der Catcher so ein Play dann mit Maske gemacht. Ball geht zu Matt Vance, der kommt nach Hause mit dem Play. Nicht rechtzeitig, der Wurf da auf die falsche Seite. Elias von Grasen muss dann da den Tag erst rüberziehen und ist dann nicht rechtzeitig da. Pitch ist Ball Nummer 4. Das ist natürlich die bequemste Art und Weise, einen Run zu scoren. Und Ball Nummer 4 und das ist der nächste Run für die Heideköpfe. Wieder der Walk bei Bases Loaded. Und Nino Sakasa eröffnet hier mal genau richtig. Base Hit ins Right Center Field. Gary Owens bringt den schnell wieder rein, auch wenn er da vorbeisegelt. Grumpball, linke Seite. Der geht durch die Lücke. Der geht durch. Nochmal ein Hit für Alex Schmidt. David Grimes. Base Hit ins Right Center Field. Alex Schmidt geht an 3. David Grimes bleibt an 1. Heute 2-2 Pitch. Grumpball up the middle. Sliding Stop von Maurice Montgomery. Der flippt zu Philipp Schulz für das dritte Aus. Und damit. Da war die Kurve übrigens, ja genau.